Ich lache viel, ich lache gerne, ich mache gerne mal ein paar Witze, ist einfach mein Charakter. Also ich finde Humor super wichtig. Also ja, man kann ja auch im Leben auch nicht immer alles so ernst nehmen und ja, viele Sachen kann man ja auch nicht ändern, die so sind. Und dann lache ich lieber mal, anstatt zu weinen. Und wobei ich eigentlich auch sehr sensibel bin, also ich weine auch gerne mal, ja, bei Filmen oder so. Ich studiere Wirtschaftspädagogik. Alle sagen dann, oh, wie, kein Sport? Nein, kein Sport. Ja, ich weiß, nach dem Abitur wollte ich irgendwas machen, auch was Handfestes. Ja? Also ich habe auch überlegt, Sport zu studieren. Dann dachte ich mir, was machst du, wenn du dich verletzt? Oder du verdienst eigentlich später überhaupt kein Geld damit. Und habe mich dann für die BWL-Schiene entschieden, mit ein bisschen Politik und Pädagogik. Bin auch in einem Monat fertig. Dann kann ich eine Schriftsteller- und eine Diplomparty veranstalten bei mir zu Hause. Ja. Typisch sächsisch ist für mich auch so die Herzlichkeit und Offenheit der Menschen, und das ist mir auch wirklich begegnet, ob ich jetzt beim Bäcker bin oder in der Arena oder sonst wo. Also die Menschen sind super freundlich und deswegen fühle ich mich auch so wohl, aber nur mit guter Laune geht es natürlich auch nicht. Also ich muss wissen, was ich will, man muss Ziele haben und die muss man halt auch verfolgen, ehrgeizig, aber auch mit Spaß. Also das ist immer so, das ist abhängig voneinander. Ja. Ja, singen ist eigentlich mein Hobby, aber ich darf das nicht so laut sagen, weil, ja, ein bisschen peinlich, aber wenn ich mit meiner Gazelle durch die Stadt fahre und meinen iPod im Ohr habe, dann singe ich eigentlich immer. Die Leute drehen sich immer um, aber ist mir eigentlich egal. Also ich mache das gerne. Es gibt gute Laune, macht Spaß, ja.